Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder Spielwiese und zwar geht es heute darum, dass Jochen versucht, ganz viel heute zu sagen. Wir machen mit Messwiederholung rum. Das heißt, wir haben verschiedene Outcomes in unserem Beispiel für Pflanzenhöhe, Fruchtanzahl an verschiedenen Tagen gemessen, insgesamt 8 Mal. Und daraus uns ein Excel-Sheet gebaut. Das nennt man dann auch Wide Format. Leider können wir das dann eher nicht so gut auslesen. Wir brauchen nur das Long Format, also alles untereinander. Das kannst du dir natürlich selber in Excel zusammenkleben. Oder aber wir nutzen die Funktion Gather, beziehungsweise wir jetzt hier die neuere Funktion PVJ Longer. Und ich zeige das dann einmal, wie das geht. Das gehen wir dann durch. Wir gucken uns das einmal an, wie das dann in ggplot aussieht, für 4 Outcomes so nebeneinander, für alle 8 Zeitpunkte, für 2 Blöcke, also ist ein bisschen komplizierter. Dann rechnen wir das Ganze, dann machen wir nochmal eine Korrelationsanalyse, beziehungsweise wir machen Korrelationsplot für die 4 Outcomes untereinander. Und da das dann schon ganz schön viel ist, kommen wir dann auch mal zum Ende und rechnen dann für ein Outcome für nur eine Woche, also Woche 8, die letzte Woche. Rechnen wir dann die Vergleiche zwischen den Behandlungen. Also wir haben, glaube ich, 4 Behandlungen, 2 Blöcke, 8 Zeitpunkte, 4 Endpunkte. Das ist also 4 Outcomes. Das ist eine ganz schöne Menge, ganz schönes Durcheinander. Du kannst dir den Datensatz dann noch angucken. Wir gucken jetzt gleich einmal rein. Wenn du das hast, kannst du es nachbauen. Hier ist gleich nochmal wichtig, wie wir die Spalten benennen. Also wie du dir den Datensatz fair baust, wie du den dann später hast, dann kannst du ja nochmal doppelt haben. Das ist halt so. Man hat dann immer so ein bisschen leichtes Messing. So, gehen wir erstmal rüber in RStudio. Und hops, da sind wir. Oh, so schön. So, wie immer, weißt ja schon aus den anderen Spielwiese-Videos, es gibt mein Skript unten stets in der Beschreibung. Da kannst du dich nochmal nachlesen, wenn du nicht weißt, was hier eigentlich gerade passiert. Ansonsten gibt es hier auch noch R-Videos. Guck in meinem Kanal, gibt es eine extra Playlist. Auf geht's. Wir installieren jetzt hier wieder mittlerweile eine Menge Pakete. In diesem Fall kommt noch einmal C und Psych dazu, weil diese beiden Psych ist nochmal so ein schönes Möglichkeit, Korrelationsplots darzustellen. Deshalb machen wir das da nochmal. Und C erlaubt uns nochmal so ein bisschen eine Farbpalette in ggplot zu nutzen, die auch für Farbblinde geeignet ist. Ist ja manchmal dann so, wir Herren der Schöpfung haben ja manchmal Probleme mit Farben. Ne? Das ist dann so, also müssen wir es auch berücksichtigen. Gut, schauen wir einmal kurz auf den Datensatz, damit du weißt, wie ein Excel aussieht. Einmal blende ich ihn hier ein. Da ist er. Das heißt, wir haben hier ein Treatment, das läuft hier runter. Und wir haben hier einen Block. Das ist ein bisschen unsortiert, ist so. Aber wir haben Kontrolle, Kontrolle, Strong, 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 Nodium 3, Nodium 3, Nodium 5. Und jeweils, also 6 Pflanzen pro Treatment, 3 Pflanzen pro Block. Ja, ist ziemlich wenig. 4 Pflanzen oder 5 Pflanzen pro Block wären besser gewesen, aber dann wäre das natürlich wieder ganz viel und dann sieht man ja, wie viel das hier wird. Wären schon relativ viele Beobachtungen. Ne? Es ist da natürlich jede Pflanze, die man hier mehr macht, muss man natürlich 8 Mal mehr messen. Und natürlich nicht nur 8 Mal, sondern 4 mal 8, weil wir natürlich das Ganze auch noch für die unterschiedlichen Endpunkte haben. Und dann wird man schon relativ schnell relativ traurig. Muss ja auch fertig werden an einem Messtermin. Düdüm. So, wichtig ist, das sind unsere beiden Faktorvariablen hier, Treatment und Block. Das müssen wir gleich noch umwandeln. Block ist hier numerisch, wenn wir es gleich einlesen in R. Wir müssen es in einen Faktor umwandeln. Achtung! Und dann haben wir hier Shoot 1, Leaf 1, Flower 1, Fruit 1. Das sind hier einmal 4 Outcomes. Und wir bezeichnen die jetzt als ersten Messtermin. Deshalb steht dort Shoot Leerzeichen 1, also Leaf Leerzeichen 1. Du kannst da auch Leaf minus 1 machen, Leaf Unterstrich 1. Egal. Wichtig ist, das muss immer, also am besten ist es immer ein Wort ohne Leerzeichen, dann Leerzeichen, ein besonderes Zeichen und dann 1 für den ersten Messtermin. Dann hier für den zweiten Messtermin. Bis zum letzten Messtermin. So.
So sehen unsere Daten aus. So lesen wir die in R ein. Gehen wir zurück zum RStudio. Klick, da sind wir wieder. So, das lesen wir einmal hier ein. Also wir lesen es ein, dann kommt es mit einem Leerzeichen rein. Hier oben ist immer so ein Leerzeichen. Das mag ich nicht so gerne, weil dann hier oben sieht man auch sozusagen, dann setzt er hier oben auch so ganz, setzt er auch hier oben so ganz kleine, setzt er hier oben auch so ein kleines, hier so eine, hier oben sieht man das sozusagen so in der Position, dass er so ein Tüdelchen reinsetzt, das mag ich nicht und deshalb mache ich hier einmal Clean Names drüber und dementsprechend ist das dann auch sauber und dann haben wir auch hier immer einen Unterstrich dazwischen und das ist dann auf jeden Fall um einiges besser als nicht. So, dann, wenn wir das haben, schieben wir das einmal in Cutting Raw Table, weil das unser roher Datensatz ist, den wir jetzt gleich bearbeiten wollen. Und wir nutzen jetzt die Funktion PivotLonger, um diese sozusagen diesen Teil hier, also überall wo Shoot drin steht, also die Columns von Shoot 1 bis Fruit 08, das ist unsere letzte. Und manchmal so die Frage, was ist denn die letzte Column? Und deshalb kann man hier auch, gibt es Gott sei Dank in Tidyverse die Funktion LastCall. Die nimmt einfach die letzte. Meistens ist es ja so, dass man immer, man hat vorne zwei Faktorvariablen, drei Faktorvariablen und dann möchte man alles, was danach kommt, zusammenfassen. So, dann haben wir natürlich immer, sind unsere Namen, bestehen die aus zwei Teilen, nämlich der erste Teil ist das Outcome und der zweite Teil vom Unterstrich getrennt ist die Woche. Also Outcome Shoot und getrennt durch Unterstrich und 1 ist die Woche. Das heißt, wir wollen eine Spalte erschaffen, in der steht Outcome, eine Spalte erschaffen, in der steht Week und diese und unsere Namen sind getrennt durch Unterstrich. Und wir wollen dann alle Zahlen untereinander. Wir kriegen eine Spalte, in der alle Zahlen drinstehen. Eine Spalte, in der alle Zahlen stehen. Und die heißt Response oder RSP für Antwort. So, machen wir das einmal. Dann siehst du das auch besser. Whoop. Was haben wir gemacht? Hier steht jetzt 36,2. Diese 36,2 kommt von hier. Das ist der Wert Shoot 1, Kontrolle Block 1. Kontrolle, Block 1, Shoot, Week 1. Wir brechen sozusagen das Shoot hier, Shoot 1, also der Spaltenname, wird sozusagen zum Outcome-Name. Die Woche kommt hier rein und da kommt der nächste Wert. Dann kommt die 25, dann kommt die 560, dann kommt die 0. Dann kommt wieder Shoot 2 und dann gehen wir sozusagen zeilenweise da durch. Das können wir uns jetzt gleich noch alles einmal sortieren, dass das ein bisschen besser ist. Das heißt, wir sortieren uns einmal mit der Funktion Arrange nach Treatment, Block, Outcome, Week, Response. Also Response kommt also, achso, Response machen wir natürlich nicht. Was für ein Unsinn. Natürlich wir natürlich nicht nach dem Response. Warum sollten wir das danach sortieren? So, das verwirrt nur, wenn wir das da reinschreiben. Verwirrt mehr als es Sinn macht. So, jetzt haben wir noch so ein Problem. Das ist das Tolle am Tibble. Er erschafft ja die Spalten neu, also weil er oben die Namen sind ein Character. Also wenn man Character in zwei aufsplittet, kriegt man zwei Characters raus. Und das sieht man hier auch. Week ist ein Character, steht hier so schön. Das siehst du hier, dass das hier ein Character ist. Und Outcome ist ein Character. Block ist ein Double, also hier sind, das sind Sachen, die sehen aus, als wären sie Zahlen oder als wären sie Faktoren, sind sie aber nicht. Deshalb verwandeln wir den Block in einen Faktor. 1, 1, 1 ist es Faktor. Treatment ist ein Faktor, Outcome ist ein Faktor und Week machen wir mal as numeric. Das ist eine Zahl. Deshalb wird das zu numeric durchführen. Wunderbar. Unsere Woche ist eine Zahl, unser Double ist auch unser Response ist eine Zahl, passt perfekt. Das ist so, wir machen Week als Zahl, weil wir ja die Wochenverläufe haben wollen. Und das ist natürlich ein bisschen angenehmer zu zeichnen. Man kann das natürlich auch noch anders lösen, aber wir machen das jetzt mal hier auf den angenehmen Rad. Dann haben wir unsere Daten hier gecrunched und erschaffen unser Objekt Cutting Table. So, jetzt ist es so,
Ich möchte jetzt, mach mir eine Abbildung und für eine Abbildung mache ich mir immer einen extra Datensatz. Ich scroll mal ein bisschen runter. Also das heißt, in so einem Datensatz, weil ich möchte, in dem Datensatz möchte ich nicht, dass da steht Shoot, Flower, Leaf, Fruits, sondern Trieblänge, Blütenanzahl, Blätteranzahl, Fruchtanzahl, also die Worte. Und es empfiehlt sich immer, nochmal einen Datensatz für die Abbildung zu machen, wenn man dann sozusagen fertig ist mit der Analyse. Oder sich dann sozusagen einen Datensatz selber dafür baut. Das heißt, hier nutze ich die Funktion Recode, um in der Spalte Outcome, wo hier aktuell Flower, 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 Flower drin steht, Shoot in Trieblänge umzuwandeln, Flower in Blütenanzahl, Leaf in Blätteranzahl und Fruit in Fruchtanzahl. Weil ich das jetzt nur für die Abbildung brauche, nenne ich das ganze Ding Cutting Plot Tibble. Einmal Run und dann habe ich das sozusagen, dann habe ich noch meinen Cutting-Tibble, wo ich dann drin rumrechnen kann und sicher sein kann, dass nicht irgendeine exotische Funktion über meine Äs und Üs stolpert. ggplot tut das dann nicht. So, dann steht hier Blütenanzahl, alles drin. Was könnte ich jetzt mit dem Treatment auch noch machen? Also ich könnte natürlich jetzt hier auch noch hinschreiben, Komma, Treatment gleich Recode und dann nenne ich nochmal sozusagen die Treatments um. Kann ich auch machen. Wenn ich das möchte. Ich könnte auch Wochen noch umändern. Ne? Ich könnte auch, also das sozusagen, ja, Woche müsste dann wieder, glaube ich, in einen Charakter umwandeln. Nicht als, also müsste ich erst in einen Charakter umwandeln und dann könnte ich eins wieder überschreiben, weil Zahlen, glaube ich, nicht gehen. Müsste ich mal auch nachlesen. Ich weiß auch nicht alles. Und dann könnte ich auch da erste Woche, also erste Woche schreiben oder irgendwas anderes. Gut. Dann wollen wir uns das jetzt mal anschauen und uns einmal plotten. Also das heißt einmal darstellen. Und dafür leite ich dann sozusagen mein Cutting Plot Tibble in ggplot weiter. Auf der x-Achse ist Week, auf der y-Achse ist Response. Ich habe unten die Wochen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann habe ich auf der y-Achse die Response. Das ist ja jetzt für vier Plots. Ich mache jetzt gleich vier Subplots, kommt gleich. Das Color ist Treatment. Ich habe vier Treatments. Line Type ist Block, weil ich hier noch zwei Blöcke habe. Also ich will wissen, ob meine Blöcke gleich aussehen. Dann nehme ich Theme Minimal mal und dann teile ich das Faceted Wrap, teile ich das auf für die Outcomes. Also ich habe jetzt gleich vier Subplots. Und Scales sage ich Free Y, weil ich nämlich nicht will, dass überall die gleiche Y-Skalierung ist, weil ich ja weiß, dass Trieblängen und Blattanzahl irgendwie anders aussieht. Ja, dann mache ich da noch Punkte rein und ziehe mit StatSmooth noch eine Linie durch. Weil wir gleich sehen werden, dass es keine gerade Linie ist, nämlich so ein Smoother. Und dann nehme ich hier noch ein Color Scale, der für Farblinde geeignet ist. Whoops, da ist es. Zoom. Einmal ran. Einmal größer. Was sehen wir? Wir sind erstmal erschlagen. Hier oben ist Blütenanzahl, Entschuldigung, hier oben ist Blütenanzahl, Fruchtanzahl, Blätteranzahl, Trieblänge. Vier Plots. FreeX, hier geht es jetzt 60, 15, 60, 300. FreeY, wenn du nicht FreeY machst, dann haut er das alles auf 300, dann druckt er das zusammen. Im Weiteren sehen wir noch, wie die Blöcke aussehen. Das heißt zum Beispiel hier in dieser, hier sieht man zum Beispiel, wie der Block der Kontrolle, der erste Block so ein bisschen drüber liegt, der zweite ein bisschen drunter liegt. Man sieht die Verläufe, Trieblänge verhält sich sozusagen ja, fast linear. Bei Fruchtanzahl geht das auf einmal in Woche 8 alles nach oben, außer die Kontrolle, die fängt schon irgendwie früher an. Ja, dann, man muss jetzt hier gucken, also ich will jetzt hier nicht so viel ins Detail gehen, was das jetzt heißt alles. Das ist erstmal die Darstellung. Man kann das sich so anschauen. Man sieht zum Beispiel, dass die beiden Blöcke verhalten sich grob ähnlich. Das ist das, was wir auch wollen. Also es ist ein schönes Experiment. Eigentlich eine schöne Bachelorarbeit sozusagen. Gut, das haben wir. Jetzt könnte man sich natürlich sagen, wenn wir das die Abbildung haben, können wir denn nicht mal zwischen Blütenanzahl, Fruchtanzahl, Blätteranzahl, Trieblänge auch mal eine Korrelation angucken. Also wie stark sind denn die untereinander korreliert? Und dafür baue ich mir so ein Cutting Core Tibble, also das ist mein Objekt, so heißt das nur. Und da habe ich mein Cutting Tibble, filtere die Wochen 6, 7 und 8 raus. Ups. Da habe ich Woche 6, 7 und 8, ne, mit Filter.
Week in 6, 7, 8. Und jetzt nehme ich Pivot Wider, um meine Outcomes, also aktuell hat mein Outcome ja, ist ja eine Spalte und ich möchte die jetzt nebeneinander haben. Mach ich das mal. Siehst du gleich, was dabei rauskommt. Ja, das heißt, hier haben wir Treatment, Kontrolle, Block, Woche, Kontrolle, 2, Woche, 6. Und jetzt, sie steht hier, Double 3. Das heißt, da wir ja drei Pflanzen haben, packt er die sozusagen als Liste auf diesen Punkt. Das heißt, er möchte, das steht da ja unten auch, er hat Duplikate da drin. Ja, ist ja bei uns nichts Ungewöhnliches, so ist das ja gebaut. Deshalb müssen wir noch Unnest machen, um diese sozusagen diese Listeneinträge hier wieder auseinanderzuziehen. Siehst du es, wenn du es ausführst, wups, dann ist es da. Ne? Also hier oben steht ja Kontrolle 1,6 und jetzt steht hier Kontrolle 1,6 dreimal. Hier oben steht es einmal und hier mit einer Liste mit drei Einträgen und hier sind die drei Einträge. Und dann haben wir Flower, Fruit, Leaf und Shoot nebeneinander. So, muss man selber ausprobieren. Das ist immer, wenn man sieht, ist immer ein bisschen, ja, ist halt eine Form der Programmierung, wenn man das irgendwie versucht, muss man mal selber und fummel ein bisschen rum, dann funktioniert das. Und jetzt nehmen wir diese, jetzt nehmen wir die Spalten Flower, Fruit, Leaf, Shoot und wollen darüber die Korrelation berechnen. Da gibt es ungefähr 1 Milliarde Plots für. Ich hau dir mal unten einen Link rein für Core Plots. Ich habe hier mal das Pairs Panel, man sieht mit der Korrelation nach Kendall genommen, also sozusagen ein nicht parametrisches Verfahren, ist immer ein bisschen besser, wenn man sich unsicher ist, ob man wirklich Normalverteilung vorliegen hat, wie mit Pearson. Ich empfehle dann immer Kendall zu nehmen, dass man ein bisschen auf der besseren Seite. Und dann kann man hier alles Mögliche einstellen. Wir sind einfach mal so frei und gucken uns es einfach mal an und erhalten hier unsere Abbildung. Whoops. Und wir sehen erstmal, wie korrelieren die miteinander von Woche 6 bis 8. Ich habe absichtlich 6 bis 8 genommen. Du kannst dir das gerne mal selber angucken. Wenn du 1 bis 8 machst, dann siehst du nämlich, dass da unten teilweise so eine platte Linie kommt, weil da gibt es nämlich keine Blüten. Ja, und dann siehst du auch, wie die Korrelation aussieht. Also alles leicht miteinander korreliert. Das hängt so ein bisschen davon ab, welche Woche man sich anguckt. Korrelation ist signifikant. 3 Sternchen, 2 Sternchen, also stark signifikant. Und man sieht zum Beispiel auch hier mal ganz schön, dass Shoot irgendwie noch normal verteilt sein könnte. Leaf gerade noch so, aber Fruit und Flower nicht mehr. Das heißt, das müssen wir ein bisschen anders auswerten, zum Beispiel mit einer Poisson-Regression. Aber das machen wir nicht hier. Das machen wir im nächsten Video oder im folgenden Video. Da gucken wir mal. Da müssen wir sagen. Also nicht, dass wir uns hier total verheddern. Also wir konzentrieren uns jetzt hier einmal auf Shoot. Wir wollen jetzt einmal Shoot auswerten. Aber das ist zum Beispiel auch eine schöne Abbildung. Die kann man noch anders einfärben. Guckst ja, also das baut man nicht selber, das musst du auch nicht selber bauen, da nimmt man irgendwas aus der Konserve. Mach ich auch nicht. Kann man natürlich alles in ggplot nachbauen. Mann, kann man das nachbauen. So, und im nächsten Schritt wollen wir dann natürlich uns einmal dieses nochmal Shoot angucken. Ups, die Auswertung für Shoot. Das Ganze ist hier immer dran denken, das Ganze ist jetzt hier so ein bisschen rudimentär und hat nicht so viel Text und allem drum und dran, weil es könnte ja sein, dass du dir das hier gerade anguckst, weil du davon Teile für deine Abschlussarbeit nutzen willst. Und dann ist natürlich immer wichtig und immer gut, dass wir hier keine Plagiate verursachen. Also oder beziehungsweise es nicht so wirkt, als würdest du das einfach hier von Jochen runterkopieren und in deine Arbeit klatschen und im Prinzip selber nichts gemacht haben. Deshalb ist das sozusagen immer teilweise hier ein bisschen wirr. Da musst du das selber zusammenkopieren. Es funktioniert, es läuft durch, kommt alles raus. Aber du musst es dann nochmal selber strukturieren und ordnen und natürlich auch die Namen ändern, weil sonst passt es ein bisschen wirr bei dir. Warum, wenn du jetzt irgendeine Analyse machst, die mit Shoot nichts zu tun hat, also mit Trieblängen, dann macht das keinen Sinn, dass das bei dir so heißt. Ja? So, wir wählen jetzt nur Woche 8 aus. So. Kann auch eine Woche 7 machen. Wir könnten das jetzt auch für
Ne? Copy und Paste, du könntest dir dieses Teil hier kopieren und dann für Woche 7, 6, 7 machen. Ne? Also es gibt natürlich andere Möglichkeiten, das nicht mit Copy und Paste zu machen. Das zeige ich nochmal im fortgeschrittener Programmierung. Aber nichtsdestotrotz könntest du machen und das müsstest du hier das Outcome nur ändern. Du müsstest dann hier Leaf, Fruit oder Flower rechnen. Achtung, die beiden, die sind nicht so verteilt, also nicht normal verteilt, sodass wir hier eigentlich kein LM rechnen könnten. Das machen wir aber nochmal getrennt. Beziehungsweise du guckst in meinem Skript schon mal nach, in dem Kapitel, im Anhang für beispielhafte Auswertung ist das schon teilweise da. Musst du gucken. Gut, das heißt, wir rechnen das hier mal einmal fröhlich durch und ab dafür. Das heißt, wir wählen jetzt hier einmal unser Shoot Length Table, ist dann sozusagen nur Outcome und Week, 24 Pflanzen, kommt auch hin. Und wir rechnen hier unsere ANOVA und hauen da nochmal den Interaktionsterm mit rein, weil wir nochmal gucken wollen, ob wir Interaktionen vorliegen haben. So. Dann leiten wir einfach, pipen wir den ShootLengthFit in die Funktion ANOVA und gucken uns dann an Deep Model Parameters aus dem Parameters Package. Juhu. Treatment ist signifikant. Block nicht. Treatment Block auch nicht. Was ganz toll ist, Sum of Squares, Treatment riesig, Sum of Squares, Block klein. Gucken wir uns mal an, wie die Adder Squares aussehen. Oh, das ist gut. Adder Square 78%, Block 3,49, E hoch minus 3, das heißt irgendwie 0, also minus 3, das ist wie viele Nullen nach der 1 folgen. Also gar nichts. Und das heißt, 80% hier, 80% der Varianz in unseren Daten wird sozusagen vom Treatment erklärt und das ist fantastisch. Naja, wahrscheinlich nur in Woche 8. Wir gucken uns nur Woche an. Es gibt natürlich eine Variabilität noch über die Wochen, aber das heißt, nur 80% werden nur vom Experiment auch verursacht, also ob ich Kontrolle habe oder irgendwie anders beschneide und das ist fantastisch. Das Experiment wurde echt gut durchgeführt. Also es gab sonst keine großen Einflussfaktoren. 80% haben nur damit zu tun, dass die Pflanzen unterschiedlich behandelt wurden. Der Varianz, also der Streuung. Ich habe kleine Pflanzen, weil ich nicht beschnitten habe. Oder ich habe große Pflanzen, weil ich nicht beschnitten habe. Ich habe kleine Pflanzen, weil ich beschnitten habe. Aber sonst hat nur dieses Beschneiden macht die Pflanzen kleiner oder größer. Also und verursacht damit die Varianz. Fantastisch. Dann können wir nochmal ein EMM-Objekt erschaffen. Da ist einfach nur unsere ShootLength drin. Er jammert hier nochmal, weil wir hier oben Interaktion reingeschrieben haben. EM means erkennt nicht, ob etwas signifikant Interaktion ist oder nicht. Sobald wir eine Interaktion mit Term mit reinschieben, will er, jammert er. Also ist so, ist ein Load, keine Warning. Dann haben wir hier unser EMM-Objekt. Das ist so einfach, wie es ist. Und wir wollen da ja natürlich jetzt erstmal unsere P-Werte haben für die Kontraste. Kontrolle zu Nodium 3, Kontrolle zu Nodium 5, Kontrolle zu Strong, also unsere 6 Vergleiche. Kriegen hier unsere P-Werte raus. Und das ist natürlich hier Results are average over the levels of Block. Das wollen wir auch. Und wir haben eine Bonferroni-Methode genommen. Wie immer, schreib None hin, wenn du keine möchtest. Und dann können wir noch unsere Compact Letter wiedergeben lassen. Und zwar hier Strong Nodium, Nodium Control. Und ja, jetzt ist so die Frage: A, B, 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 C ist das, was wir kriegen. Musst aufpassen, ne? Die Sortierung in den Abbildungen ist natürlich anders als hier. Und da muss man dann nochmal schauen, dass du da hier richtig aufpasst, dass das passt. Dass das passt, ja. Genau. Und dann sind wir hier auch schon durch. Der Teil hier, der sozusagen der interessante ist, also ist natürlich, was machen wir, wenn wir das jetzt hier für alle, also wenn wir hier splitten, was ist, wenn die Verteilung nicht normal ist, also wenn wir hier nicht ein LM nehmen können und was ist, wenn wir das für alle Wochen machen wollen, wäre das für alle Wochen sinnvoll? Vorsicht. Wenn man sagt, man will das über alle Wochen machen, dann könnte man sich natürlich überlegen, das bei der Trieblänge mal zu modellieren, über alle Wochen, weil das über die Wochen ungefähr gleich ausläuft, immer mehr wird. Hier ist schon wieder gefährlich, weil das hier so einen Schuss nach oben macht. Bei den anderen könnte man sich das überlegen. Hier ist es auch ähnlich, aber hier ist das so ein bisschen komisch.
Obwohl, naja, es hängt so ein bisschen am Block 1. Ne? Dieser Block 1 der Kontrolle gefällt mir nicht. Da ist irgendwas nicht gepasst. Aber ist immer so. Irgendwo passt, ist es, er hat immer irgendwas. Irgendwas ist immer mit Echtdaten. Also es ist immer, ist auch schön. Ja, aber das ist sozusagen einmal die Durchführung dieser Daten, also bis hier, für wie wir aus diesem Datensatz hier, ja, aus diesem Datensatz hier uns eben in R so eine Abbildung bauen. Und bedenke immer, du hast auch die Möglichkeit mit Read Excel, kannst du hier auch mit dem Kommando Sheet gleich 1, Sheet 2, kannst du auch die unterschiedlichen Blätter auswählen, sodass du theoretisch auch deine Fragestellungen oder deine Daten in einzelne Subblätter aufspalten kannst und die dann einlesen. Das ist manchmal ein bisschen besser. Ja, gut, das war's schon wieder. Naja, das war schon wieder. Das war auch schon wieder fast 25 Minuten. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du hast was gelernt. Das ist ja der Sinn der ganzen Sache und du kannst es in deiner Abschlussarbeit, Projektarbeit anwenden und es war dir eine Hilfe. Für mich war es eine Freude, wie immer. Und wenn sonst was ist, schreib mir eine Mail und wir können dann darüber gerne sprechen. In dem Sinne, ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder schöne Nacht. Schlaf gut, je nachdem, wann du das hörst hier. Ne? Bis bald.